Ja, hallo Lisa und Johannes, schön, dass ihr heute hier seid. Ihr seid Zwillinge und du bist Mainz 05-Fan, glühend, wie sich das gehört. Und bei dir ist irgendwas schiefgelaufen, du bist nämlich Dortmund-Fan. Wie kommt ihr da fußballerisch miteinander klar? Wir beide sind da relativ friedlich, würde ich behaupten. Da ich auch ein Dortmund-Sympathisant bin, ist das dann eher locker und man guckt gegenseitig gerne die Spiele. Ist ja auch nicht mehr so schwer mit den Dortmund-Sympathien, seit Jürgen Klopp da irgendwie hingegangen ist. Genau. Fühlt er sich langsam für euch so ein bisschen an wie ein Familienmitglied? Also für mich nicht. Und für unsere Eltern seitdem ja nicht mehr, weil Mainz ist auch nicht mehr unbedingt. Die konnten da ganz gut trennen. Und wir haben es von ihnen gelernt, dass wir uns da auch trennen konnten. Guckt ihr denn die Spiele immer gegeneinander? Ja, wir fahren regelmäßig auf das Spiel in Dortmund gegen Mainz. Also das ist so unser genannter Zwillingstag, wo wir dann zusammen hinfahren und schauen. Immer abwechselnd auch mal im Auswärtsblock, also dass ich unter den Mainzern stehe und er es aushalten muss. Aber auch andersrum, dass wir mal bei den Dortmundern stehen und ich dann einfach dabei bin und nicht so laut jubel, wenn die Mainzer ein Tor schießen. Wie kommt ihr dann da so miteinander klar bei so einer Partie? Ich habe viel Mitleid bekommen, grundsätzlich die Saison über. Kannst du dann überhaupt zum Mainz halten, wenn du siehst, dass er leidet und Angst davor hat, in die zweite Liga zu kommen? Oder denkst du dir, jeder für sich? Ja, jeder für sich auf eine gewisse Art, weil auch als Mainz-Fan kennt man diese schwierigen Situationen, unten zu stehen und Angst zu haben, absteigen zu müssen. Und dementsprechend ist das auch okay, wenn der Dortmund-Fan die Situation mal auch miterleben muss. Vor allem hat sie es auch nicht gehofft, dass die Dortmunder absteigen, weil dann hätte es ja gehießen, dass wir auf den DFB-Pokal hoffen müssen, dass wir gegen Dortmund spielen, wenn wir abgestiegen wären. Da hätten wir ja keinen Zwillingstag gehabt. Dass wir gegen Dortmund spielen, was du jetzt gerade gesagt hast, doch ein kleiner Teil deines Herzens ist schon auch von Mainz 05 reserviert, oder? Erwischt. Wie wird man denn in einer Familie voll mit 05-Fans, weil ich es richtig verstehe, eure beiden älteren Brüder sind auch 05er, wie passiert, wie geht das so schief? Damals war das bei meinen Brüdern so, ich meine, es sind ja 10 Jahre noch, bevor wir kamen, da war ja Mainz so zweite Liga, also da hat man sich in Mainz halt in der Umgebung, war man Fan, aber da hat man sich noch einen Erstligaverein dazu gesucht. Mhm. Der eine Bruder war Dortmund-Fan und der andere Bruder war Köln-Fan. Sympathisant, meinst du? Fans waren sie doch von den 05ern. Ja, Mainz 05 Herz und Dortmund und Köln Bettwäsche, sagen wir es mal okay. So. Da ich dann Schwarz-Gelb ein bisschen sympathischer fand, wie dieses gleiche Rot-Weiß, habe ich dann eher dann auch zu Dortmund meine Sympathie entwickelt. Wie gehst du da so mit um? Ja, tolerant auf jeden Fall. Sind denn für euch tatsächlich gefühlt die Vereine irgendwie ein bisschen näher zusammengerückt durch den Kloppwechsel nach Dortmund oder hat das gar nicht so eine Rolle gespielt? Na gut, ich kann sie ja schon ausfragen, wenn die ganzen Mainz-Spieler in Mainz trainiert haben, zu guten Spielern wurden und dann nach Dortmund gewechselt sind, genauso wie mit den Trainern, kann man es schon austauschen, ja. Dortmund, finde ich, zeigt sich immer respektvoll auch, wenn so ein Wechsel ansteht und zeigt auch, dass Mainz 05 viele Spieler zu den Leistungen mitgebracht hat. André Schürrle zum Beispiel kommt da jetzt auch schon wieder. Und dementsprechend finde ich schon, dass das so in Ordnung ist. Ist das jetzt eigentlich ein gemeinsamer Kummer, dass man jetzt Christian Heidel ausgerechnet an Schalke irgendwie verloren hat? Also für mich ist das schon ein größerer Kummer. Also ich komme damit klar, wenn ein Trainer gehen, ich komme damit klar, wenn Spieler gehen, aber auf die Idee wäre ich noch nicht mal gekommen. Wie ist es damit zurückkommen? Kannst du dir das vorstellen, dass Heidel irgendwann wieder in der führenden Position bei Mainz ist? Das wäre auf jeden Fall toll und das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. So die letzten Jahre wieder zurück zur Heimat, auf jeden Fall schön, ja. Dass du Dortmund-Fan bist, haben wir jetzt ja schon hinlänglich etabliert. Du hast aber auch eine ganz besondere Beziehung zu Mainz 05. Du bist nämlich Ordner, ne? Ja, ich habe im August letzten Jahres mich als Ordner beworben. Am Anfang ist es so, dass man an mehreren Plätzen ist, also von Spiel zu Spiel, damit man halt mal alles kennenlernt. Und da ist man dann auch öfter am Spielfeldrand, wo man dann auch zwar in die Blöcke gucken soll und was man auch macht, aber man dreht sich halt auch noch ab und zu mal um. Und es ist halt schon ganz cool, so nah am Spielfeldrand zu sein. Also das ist schon mal was anderes, das aus der Perspektive zu sehen. Und jetzt bin ich im S-Block fest und da kriege ich schon relativ viel von den Spielen mit. Man muss halt gucken, dass dann man schon die Leute im Blick hat, auch dass die Fluchtwege frei bleiben. Aber ansonsten ist es echt angenehm, weil die Mainzer Fans halt auch sehr entspannt sind. Jetzt läuft es ja so, Dortmund rutscht aus der Champions League raus als Dritter in die Europa League, damit wir dann noch ein zusätzliches Spiel gegeneinander haben. Gute damit Idee. Wir uns dann in der Europa League noch einen Zwillingstag dazu schenken können.
vielleicht wird ja auch der Gegner entweder von Mainz 05 oder vom BVB eine Mannschaft aus Griechenland. Das müsste euch eigentlich gefallen. Wir sind nämlich hier in eurem Lieblingsrestaurant. Ob des Regens, eigentlich wollten wir uns am Strand treffen, im schönen Bonner Hof in Heidesheim. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gleich noch vorhabt, hier lecker zu Abend zu essen, aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal den Nachtisch überreichen, nämlich die original Wortpiratin Gummibärchentüsche mit den ebenso originalen Mainz 05 Gummibärchen. Ich hoffe, ihr könnt die geschwisterlich untereinander teilen. Als Dankeschön für unser Gespräch. Super, dass ihr die Zeit vor uns habt. Ich lasse jetzt zwar den größten Teil übrig, aber vielen Dank. Dankeschön.